Also, er heißt VW T-Cross. Aber eigentlich handelt es sich dabei um das Polo SUV, wobei selbst SUV ein relativer Begriff ist. Eigentlich könnte er der bessere Polo sein. Wann immer ein neues SUV auf den Markt kommt, wird es von einer Werbekampagne begleitet, die hippe Menschen und deren superaktiven Lebensstil zeigt. Meistens flimmern diese bunten Bilder einfach nur an uns vorbei. Im Fall des T-Cross frage ich mich allerdings, kann ich diese Sachen mit dem Auto überhaupt machen? Dröseln wir das mal auf. Generell keine gute Idee, Fisch einfach so zu transportieren, denn wenn man den in den Kofferraum lädt und einmal bremst, hat man den ganzen Kram inklusive Eis im Auto verstreut und es riecht sehr unangenehm. Aber ich habe genug Platz, um Fisch einzuladen. Sehr viel übrigens, auch hier unten. 455 Liter Kofferraumvolumen bis zu 1281. Mehr als beim Polo. Ich kann die zweite Sitzreihe auch verstellen. Und zwar bis zu 14 cm nach vorne schieben. Die zweite Sache, das mit dem Surfbrett, das passt hier rein. Ich dachte anfangs, das geht nicht. Und ich hasse es, wenn meine Vorurteile enttäuscht werden. Damit ich das Surfbrett einladen kann, muss ich ein bisschen umklappen. Zuerst hinten. Das reicht noch nicht aus an Platz. Aber sobald ich den Vordersitz umklappe, sieht das anders aus. Das Umklappen des Vordersitzes geht übrigens nur als Option, also nicht serienmäßig. Schaut euch das an. Das ist mega. Das Einzige, was nicht geht, mit einem Kind auf den Schultern Auto fahren. Dazu reicht der Platz nach oben nicht aus. Zur Markteinführung stehen zwei Motoren zur Verfügung. Ein 95 PS Benziner und ein 115 PS Benziner. Den teste ich in diesem Video. Die Dieselmotoren kommen später auf den Markt. Optisch finde ich den T-Cross ziemlich interessant, weil er Designdetails besitzt, die irgendwie an die 80er erinnern. Oder vielmehr, wie man sich in den 80ern die Zukunft vorgestellt hat. Knight Rider trifft auf Miami Vice. Nur rosa Streifen fehlen für die perfekte 80er Optik. Der T-Cross fährt bequem und weich und wankig. Wenn ich jetzt einlenke, dann taumelt der richtig schön vor sich hin. Das hat der T-Rock nicht gemacht. Ich muss mich richtig konzentrieren, dass ich die nicht verwechsle. T-Cross, T-Rock. Der T-Rock war absichtlich, das haben sie sogar damals in der Pressekonferenz ganz stolz verkündet, hart abgestimmt von den Leuten, die angeblich auch die GTI-Fahrwerke abgestimmt haben. Und das hat irgendwie nicht gepasst. Der hier federt weicher. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist das, weil sie das absichtlich so wollten oder weil das Auto günstig ist und sie einfach Geld gespart haben und deswegen dachten, okay, wir können gar nicht viel mehr Härte da reinpacken, ohne dass das Auto teuer wird, deswegen lassen wir das jetzt wanken. Was auch immer die Logik dahinter war, ich finde sie gut. Genauso gut wie den Handschalter. Ich bin schon lange kein VW mehr gefahren mit 6-Gang-Handschalter. Das freut mich gerade, weil viele von diesen Pressetestwagen haben das Doppelkupplungsgetriebe. Und so schlecht sind die Handschalter gar nicht. Was mich interessiert, würde jemand, der dieses kleine Auto haben möchte, unbedingt auf das Automatik- bzw. Doppelkupplungsgetriebe wechseln? Ist das so wichtig oder spart man nicht absichtlich ein bisschen Geld? Das DSG-Modell kostet in der Basis 1.500 Euro mehr. Das hier ganz konkret ist aber die Style-Ausstattung. Style hat auf jeden Fall die meisten Features serienmäßig und selbst Style kostet nur 23.700 Euro mit dem 115 PS Benziner. Bei solchen Preisen ergibt der Name Volkswagen wieder Sinn. Was ich mag, sind relativ reduzierte Autos. Deswegen Handschalter finde ich gut. Ein Auto, was ein bisschen wankt, finde ich gut. Ein Auto, was nicht mit Ach und Krach auf Premium gepresst wurde, finde ich gut. Und auf den T-Cross, nicht T-Rock, trifft all das zu. Deswegen mag ich ihn schon mal grundsätzlich mehr als ein paar von diesen anderen verfluchten Lifestyle-SUVs. Und er fährt obendrein auch noch ganz gut.
Und dann wäre da noch dieses leidige Offroad-Thema. Das kann ich sehr schnell abhandeln. Der T-Cross hat 4 cm mehr Bodenfreiheit als der Polo. Insgesamt rund 19 cm. Genug, um einen Kopf unter dem Auto zu verstauen, falls ihr euch das gefragt habt. In leichtem Gelände hilft das ein wenig. Trotzdem mag das Fahrwerk keine groben Unebenheiten. Der ist dafür nicht gemacht. Zudem besitzt er keinen Allradantrieb. Der T-Cross ist ein reines Straßenauto, das nicht so schnell aufsetzt wie der Polo. Also das ist die 115 PS-Variante. Ich stelle euch speziell die vor, weil ich glaube, das könnte die Variante sein, die meisten Leute fahren möchten. Den Motor gibt es übrigens auch genauso im Polo. Er ist ein kleines bisschen langsamer als der Polo. Von 0 auf 100 braucht er 10,2 Sekunden. Die Zahl vom Polo weiß ich gerade gar nicht. Meine Off-Stimme soll das mal jetzt sagen, wie schnell der ist. Der Polo braucht 9,5 Sekunden auf 100. Das macht keinen Unterschied. Wer den T-Cross kauft, weil er brachiale Beschleunigung haben möchte, der hat einen nassen Hut auf. Was soll das? 200 Newtonmeter Drehmoment von 2000 bis 3500 Umdrehungen. Grundsolide, nichts Außergewöhnliches. Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h wird der Dreizylinder etwas lauter. Damit kann man leben, ebenso wie mit dem Verbrauch. Bei meiner Fahrweise liegt er bei 6,5 Litern. Oh, die Modes. Ich Depp, wie konnte ich die Modes vergessen? Ich habe die Wahl zwischen Eco, Normal und Sport. Passiert irgendwas, wenn ich in Sport fahre? Lenkt er anders? Oh, ich bilde mir ein, dass sich die Kennlinie der Lenkung verändert. Aber das finde ich nicht so gut. Er wankt zu viel mit dem Aufbau, um ihn so direkt anlenken zu lassen. Das fühlt sich irgendwie seltsam an. Ich hätte gern ein bisschen mehr Spiel. Deswegen zurück zu Normal. Ah, ja, Normal gefällt mir besser. Das Angebot an Assistenzsystemen fällt ziemlich umfangreich aus. Front Assist, Spurhalteassistent, Fernlichtregulierung und Parkassistent sind nur ein paar. Die meisten kosten allerdings Aufpreis. Grundsätzlich mag ich keine SUVs. Vielleicht ist euch das inzwischen aufgefallen. Die Sache ist nur, man kann den T-Cross eigentlich nicht als SUV betrachten. Er hat keinen Allradantrieb und die Geländetauglichkeit ist eher so mittel. Aber er kostet fast genauso viel wie der Polo und bietet mehr Platz. Das ist ein gutes Auto. Kannst du den Ton einen Hauch leiser machen? Ich höre meine Stimme in deinen Kopfhörern. Das ist ganz geil. Ja, das irritiert mich immer. Ja, mich auch. Du hast noch nichts über die Klimaanlage gesagt oder über die Sitzheizung? Der Blick ist auch wieder rum. Er hat Sitzheizung. Korrekt. Mir ist gerade was aufgefallen. Wir fahren wahrscheinlich nicht in die richtige Richtung. Ja. Ah, und noch eine Sache hat er. Wie heißt denn dieses Ding nochmal? Reifen? Ja, er hat Reifen. Ich glaube, er hat 9 Reifen.